Gemeinsames Entspannen im Klangbad in Auroville, Südindien. Shivaya Ruthausa empfängt Besucherinnen und Bewohner im Unity Pavilion. Was hat dich da hergezogen? Daher bin ich gekommen, weil ich einfach fasziniert war mit dieser Idee, dass man so etwas wirklich probiert. Und dass man sich nicht abschrecken lässt durch fast etwas Utopisches ist ja an dieser Idee. Die Utopie in Südindien feiert 50 Jahre. Eingeladen sind seit 1968 Menschen aus aller Welt, die den Willen haben, ein Leben ohne Nation und Religion, ohne Besitz und Hierarchien zu versuchen. Die sengende Sonne Tamil Nadus setzt Ruth zu, aber sie ist keine, die aufgibt. Seit 37 Jahren lebt sie in Auroville. Als Mitglied des Inneren Zirkels steuert sie diese selbstverwaltete Gemeinschaft mit 2700 Bewohnern mit. Wer in Auroville arbeitet, bezieht ein bescheidenes Grundeinkommen. Im Gratis-Supermarkt können die Bewohner holen, was sie zum Leben brauchen. Die Rüebli sind organisch, aber kommen nicht aus unserer Farm. Sondern die kommen aus Uti. Seht ihr da? Uti. Es gibt kein offizielles Pensionsalter. Jeder arbeitet so lange, wie er mag. These are people from the Swiss TV. And they want to make an emission. Swiss TV. Oh, yeah. And so. Swiss TV. Oh, yes. Okay. It's such a pleasure. Es ist eine Freude, hier zu leben. Wir streiten nicht, wir bombardieren uns nicht. Wir sind auf der Suche nach dem göttlichen Bewusstsein. Ein wunderbares Leben. Kannst du dir vorstellen, dass du immer noch da schaffst, wenn du so alt bist wie der Don? Wenn ich noch gesund bin, dann finde ich das super. Das heisst, man darf sich einbringen, so wie es einem eben gut geht dabei. Arbeit. Da heisst ja auch Teilnehmen an der Gemeinschaft. Das ist ja nicht Arbeit als Mühe, sondern Arbeit als Beteiligung, als Contribution, oder wie soll man sagen, als Beitrag an die Gemeinschaft. Wer was mitnimmt, wird registriert. Ein Leben ohne Geld, das war die Vision der Gründerin von Auroville, Mira Alfassa. Das Porträt der Mutter, wie sie genannt wird, ist allgegenwärtig. Hier verliebte sich Ruth in einen Holländer, der damals in einer kleinen Hütte lebte. Er wurde der Vater ihrer beiden Kinder. Heute ist sie allein. Dass sie entschlossen war, ihr Leben einer Utopie zu widmen, forderte ihre Eltern heraus. Meine Mutter, da hat sie mich schon irgendwie können verstehen, dass ich etwas, da in so etwas Neues mit, in so etwas Neues mitmache. Mein Vater hätte es nicht wahrhaben wollen, hat es mir auch sehr übel genommen. Aber dann, als ich schwanger war und ich so in einem kleinen Hütchen gewohnt habe, dann haben sie gefunden, nein, ich brauche doch ein richtiges Haus. Ruth Hauser war auf der Suche nach einem anderen Leben, als sie mit 22 erstmals nach Indien reiste. Auch weil sie sich vom Vater unterdrückt fühlte. Dieses Haus selber zu bauen, gab ihr Stärke. Ich habe mir nicht viel zutraut. Halt auch von daheim war das sicher so. Mein Vater hat immer gesagt, ach, du kannst nichts und du bist nichts. Und das darfst du nicht und kannst doch nicht Sepp und darfst nicht reiten und man soll nicht so tun. Mit 25 zog die Lehrerin von Chur nach Auroville. Buchstäblich aus der Wüste wuchs hier das Neue. Der Versuch, eine Überzeugung in die Tat umzusetzen, gefiel ihr. Sie half mit beim Bau des Matrimandir, des Meditationszentrums und beim Aufforsten des abgeholzten Landes. Ist das so eine Hippie-Community gewesen, oder wie würdest du das beschreiben? Also ich würde es nicht als Hippie-Gemeinschaft bezeichnen. Ich würde sagen, wir hatten Hippies gehabt, und wir hatten aber auch
viele gehabt, die, also, manche sind auch Hippies gewesen, aber haben dann aufgehört zu rauchen und einfach alles, was dazu gehört. Und haben sich auch ganz stark dieser inneren Suche zugewendet. Vom Vater der Kinder hat sie sich früh getrennt. Die Kinder hatten viel Freiheit und Spielkameraden aus aller Welt. Tochter Ladina lebt heute wieder zeitweise in Auroville. Sie hat in der Schweiz eine Lehre als Coiffeuse gemacht. Mit dem Geld der Eltern baute Ruth ein großzügiges Haus. Nicht nur für sich, sondern für die Gemeinschaft. Denn in Auroville gibt es nur ein Wohnrecht. Immobilien kann man nicht besitzen. Für Ladina war die Schweiz ein Kulturschock. Das erste Mal war wirklich schwierig, vor allem im Winter, weil ich so irgendwie das erste Mal wirklich in so einem dunklen Umfeld war, bin für so längere Zeit in Zürich, wo es ziemlich viel Nebel hatte. Und für mich war das auch, ja, das ist wirklich ziemlich ungewöhnt. Ich bin auch irgendwie, ja, ich bin ein bisschen depressiv geworden und bin nicht wirklich, ich habe nicht gewusst, wieso. Ich habe auch verschiedene Sachen halt einfach nicht verstanden, wie man irgendwie halt einfach so einfache Sachen auf der Post zu gehen, wie alles funktioniert. Wie Ladina ging auch Ruth manchmal in der Schweiz arbeiten. Heute hat sie dank einem Erbe mehr finanzielle Unabhängigkeit. Mit dem Grundeinkommen liegen keine Extras drin. Gleich nebenan wohnt Ladinas Bruder Kevin. Er spricht nur Englisch, die gemeinsame Sprache Aurovilles. Ich liebe es hier. Natürlich auch deswegen, weil es mein Zuhause ist. Aber ich war draußen, ich weiß, wie der Rest der Welt ist. Auroville hat schon Nachteile, besonders weil es so klein ist. Da ist für junge Leute nicht viel los. Darum gehen auch viele Junge raus, um zu studieren etwa. Ist es eine ideale Welt? Nicht wirklich eine ideale Welt, würde ich sagen. Es gibt noch viel zu tun. Vor allem sind wir hier in Indien und da bist du mit vielem fast noch stärker konfrontiert als in Europa. Weil Indien so schnell gewachsen ist, so viele Leute hat, sieht man die negativen Seiten der Konsumgesellschaft deutlich. Die mangelnde Sorge für den Planeten. Kevin fühlt sich wohl in der Utopie. Was Ladina betrifft, macht sich die Mutter mehr Gedanken. Hast denn du manchmal ein schlechtes Gewissen gehabt, vielleicht deinen Kind gegenüber, dass du ihnen das quasi aufgezwungen hast? Ja, das, also so Fragen habe ich mir schon bei dir gestellt. Vor allem eben, weil Larina, für sie ist es nicht immer einfach gewesen. Da ist immer wieder die Frage zurück oder da oder. Aber wenn ich zurück in die Schweiz gegangen bin, ist es eher schwierig, weil dann sage ich so, ja, von wo kommst denn du eigentlich, nicht? Und dann sage ich, ja, aus Indien, aber du, ja, du siehst ja nicht wie ein Inder aus. Und viele fragen sich, ja, ist das dann irgendwie so eine Kult oder so? Eine Sekte? Ja, eine Sekte und dann, ja. Was sagst du denn? Ja, meistens sage ich, ja, ja. Was, meistens sage ich halt einfach das, was sie hören wollen. Aber hast denn du das auch, Ruth, dass du manchmal viel musst erklären musst, wenn du in der Schweiz bist? Dann habe ich wenig gesagt oder überhaupt nichts gesagt über den spirituellen oder den kollektiven Aspekt. Ich habe mehr über die Aufforstung geredet, über die Arbeit mit dem Dorf, wo ja viele soziale Projekte auch gemacht werden und ich zum Teil auch mitgemacht habe. Und dann, wenn ich merke, dass die Leute ein bisschen mehr verstehen, dann fragen sie mich auch und dann erzähle ich auch ein bisschen mehr. Und für dich ist das Spirituelle wichtig? Natürlich ist das Spirituelle wichtig und auch die Ausrichtung von diesem Projekt, das als Experiment eine neue Form von Leben, von Zusammenleben. Als Gemeinschaft ohne Hierarchien leben. Hier im Rathaus von Auroville arbeitet Ruth seit vielen Jahren im Inneren Rat mit, dem City Council. Es herrscht Basisdemokratie, das heißt, es wird endlos diskutiert. Die Sitzungen dürfen wir nicht filmen, weil nicht alle damit einverstanden sind. Ein Blick ins Finanzbüro zeigt, dass das Ideal der multikulturellen Gesellschaft lebt. Ungelöst aber ist in der geldlosen Utopie das Thema Geld. Intransparenz begünstigt Eigennutz und Konflikte. Ruth arbeitet mit an Lösungen.
da müssen wir uns immer wieder durchrappeln. Das heisst, dass es halt schon gern dann halt auch gesehen, also geschaut wird, wie geht es mir am besten. Wie kann ich das machen, sodass ich dann auch noch ein bisschen mehr profitiere oder also, dass es für mein Leben oder für meine Familie gut ist und so weiter. Also der Egoismus statt eigentlich Gemeinsamkeit? Ja, das ist immer wieder Egoismus versus Kollektiv. Also ja, wir lernen mir wirklich umzudenken und das Vertrauen haben, dass es, wenn es allen gut geht, dass es mir dann auch gut geht. An Geld für Wohnraum und Land mangelt es. Auroville konnte längst noch nicht alles Land kaufen. Vom Stadtmodell in Form eines Spiralnebels ist man noch galaxienweit entfernt. Ruths Sohn Kevin ist Bauunternehmer. Das Dilemma bringt er auf den Punkt. Du kannst nicht hier leben und arbeiten und genug verdienen, um dir ein Haus zu kaufen. Das Geld muss von woanders kommen. Entweder du gehst raus, um Geld zu verdienen, oder du gründest eine Firma. Aber das braucht Zeit, bis du etabliert bist. Mit seiner Firma verdient er außerhalb Aurovilles Geld. Wer Gewinn macht, sollte mindestens ein Drittel davon der Gemeinschaft abgeben. Für solche Wohnungen haben junge Leute zu wenig Geld. Auroville ist jedoch dringend auf junge Zuwanderer angewiesen. Denn die Pioniere von einst kommen ins Alter. Doch für Junge ist Geld eine Hürde. Wer nach Auroville ziehen möchte, muss im ersten Jahr $12.000 bezahlen. Deshalb hat Kevin nun Aufträge für junge Zuwanderer, kostenlose Unterkünfte zu bauen. Er zeigt uns ein solches Projekt, das er vor kurzem fertiggestellt hat. Das ist für Neuankömmlinge. Es ist temporär, sodass du wenigstens etwas Einfaches hast zum Wohnen. Auroville hat immer noch eine große Anziehungskraft für Menschen, die Dinge ausprobieren wollen. Hier zeigt ein Fachmann Interessierten, wie man mit einfachsten Mitteln ein Erdhaus baut. Kevin lernte so von anderen Leuten, aber auch viel von seinem Vater, einem Schreiner. Wenn die Arbeit in der Werkstatt ruht, so wie jetzt, meditiert er oft und befasst sich mit der Philosophie, die hinter Auroville steht. Wenn du hier aufwächst, dann ist alles selbstverständlich. Als Kind war das für mich etwas, das die Oldies taten oder lasen. Aber so langsam, wenn du älter wirst, dann realisierst du, dass da etwas dahinter steckt. Es sind nicht einfach deine Eltern auf irgendeinem Trip. Es sind Werte. Du fängst selber an zu entdecken, worum es geht. Für dich ist es also mehr als ein Abenteuerspielplatz. Sicher. Es ist nicht gerade der Ort, an dem du sein willst, wenn du Unterhaltung suchst. Das Wahrzeichen und die Seele von Auroville ist das Matrimandir, die große Meditationshalle. Es steht für die Suche nach dem göttlichen Bewusstsein, unabhängig von Religion. Persönliche Entwicklung ist das Ziel. Ein neuer Mensch ohne Gier und ohne Angst. Sri Aurobindo, ein indischer Freiheitskämpfer und Philosoph, ist der geistige Vater von Auroville. Um die Ideen Aurobindos in die Tat umzusetzen, gründete seine spirituelle Weggefährtin 1968 Auroville. Mira Alfassa, genannt Mutter, starb 1973. Bis heute ist sie der Kompass für die Utopie. Immer mehr Ausflügler aus der nahen Stadt Pondicherry entdecken die grüne Oase mit internationalem Flair. Sie zieht Touristen an, aber auch Spekulanten. Do you have some result?
Geld sammeln für den Landkauf ist wichtiger denn je, damit Auroville den Boden unter den Füßen nicht verliert. It's great, super. Da ist viel Interesse jetzt am Projekt von außen, weil wir haben eine wunderschöne Insel aufgebaut mit durch die ganze Aufforschung und alles, was wir da investiert haben, wo natürlich auch interessant ist für Leute, die gerne von dem profitieren möchten und Hotel bauen oder weiß ich was. Setzte Auroville früher eher auf Abschottung, versucht man nun, die tamilischen Dörfer einzubeziehen. Zuwanderer wie Ruth werden als Fremde wahrgenommen. Doch die tamilischen Aurovillianer, gut 40% der Bewohner, wirken als Vermittler. Sie setzen dabei auf die global vernetzte, gut ausgebildete Jugend. Ich sage immer, meine Kinder werden einen großen Unterschied machen. Es wird sich verändern. Es wird viel besser sein als heute. Und zwar schon bald. In 4, 5 Jahren. Dann werden wir alle das Spiel gemeinsam spielen. Nicht nur Indien. Alles verändert sich. Das weiß niemand besser als Frederik, einer der Pioniere. Er kannte die Gründerin Aurovilles noch persönlich. Heute ist das Abenteuer für ihn ein ganz anderes als vor 50 Jahren. Jede Organisation, die 50 Jahre alt wird, hat hier die Tendenz zu verkrusten, zu erstarren, ein System zu werden. Du guckst mir nicht mehr in die Augen, sagst, schreib mir doch ein E-Mail und du bist registriert. Du lebst ja gar nicht, du bist ja gar nicht auf unserer Liste, so ungefähr. Das gab es damals gar nicht. Das war so ein bisschen, wenn man sagen mal, John Wayne, wir waren aus der Ranger-Zeit, keine Zäune, kein gar nichts, die freie Prärie. Und jetzt sind halt viele Zäune. Da muss ich mich so ein bisschen drauf neu einstellen. Das ist ein Abenteuer für mich. Um da nicht zynisch zu werden, um da nicht in der Vergangenheit hängen zu bleiben, sagen, oh, damals, wie wir gekommen sind. Man hört es ständig. Ne? Ich finde dann, wie man sagt, Mutter sagte, einer der Botschaften, remain young, never stop striving towards perfection. Und was ist remain young? Don't get stuck in the past, always step forward. Ne? Hindu-Priester weihen eine neue Straße ein, die indische Sponsoren finanziert haben. Ruth sieht das skeptisch. Das tun wir auch einfach denen zu lieb, dass wir jetzt das in dem indischen Rahmen machen. Das ist wirklich nur mit denen. Und das wird vielleicht auch gar nicht auf gute guten Nachklang bringen, oder? Wieso? Weil es soll ja ein Projekt sein und es ist ein Projekt, das nicht irgendwie religiös sein soll oder will. Die Schweizerin fühlt sich in der Gemeinschaft aufgehoben. Aber manchmal sieht sie dunkle Wolken aufziehen. Wo hast du persönlich für dich am meisten Angst? Am meisten Angst macht mir wahrscheinlich Indien heute. Also das ganze sehr aggressive Umfeld. Und auch wie Indien mit den grossen Problemen von Verschmutzung, von also auch von einer Art der Verrohung. Also ich sage es jetzt einfach so, weil ich bin früher da gsi, wo das Land also wirklich ganz stark noch vom Herz regiert worden ist. Und der ganze Einfluss durch den Kapitalismus ist dem Land nicht gut bekommen. Ich glaube, da werden nicht von meinen Kollegen, dass ich nicht gerne hören, was ich jetzt da sage. Aber das stimmt schon, dass ich immer wieder denke, dann ist schon gut, habe ich ein Schweizer Passport, auch wenn ich dort nicht wenn ich hier bleiben möchte und mein ganzes Herz hier verwurzelt ist in dieser Arbeit und in diesem Experiment, das ist schon eine schöne Absicherung.
30 Jahre ihres Lebens hat sie für die Utopie eines anderen Lebens gearbeitet und gelebt. Hast du es nie bereut? Bereut nicht, aber ich hatte auch Phasen, die schwierig waren. Ja, immer wieder. Das gibt es in jedem Leben. Die Welt scheint heute von den Idealen Auroville's weiter weg denn je. Doch Ruth lässt das nicht gelten. Man sieht ja in dieser Welt auch viele Zeichen von einem Kollaps. Und man sieht gleichzeitig auch bei euch, überall auf der Welt, Leute, die auch genauso wie wir arbeiten. Einfach vielleicht in kleineren Gruppen oder durch ganz viele Medien und Sachen. Also wenn man schaut, entsteht eine Subkultur. Und da geht es darum, das zu unterstützen. Und ich denke, das ist auch eine Rolle von Auroville. Das Experiment Auroville lebt, auch nach 50 Jahren. Doch die Verwirklichung der Utopie braucht vermutlich etwas länger. Vielleicht damals, wenn wir so jemanden hätten wie Ciro Bindo, Mutter, die mit uns gelebt hätten, wäre das vielleicht viel schneller gegangen, weil wir sind bestimmt einen Haufen extra Umweg gelaufen.